Nach Kleineipisch war am 14. September 2023 Kostebrau Gegenstand der zweiten öffentlichen Ortsteilbefragung mit Bürgermeister Mirko Buhr in Lauchhammer. Ortsvorsteher Dr. Hubert Lache begrüßte alle Teilnehmer am Glashüttenplatz. Thematisiert wurde unter anderem die dringend notwendige Freihaltung der Lichtraumprofile in einigen Straßen. Wie in anderen Stadt- und Ortsteilen auch, sind verwilderte und zum Teil herrenlose Grundstücke ein Ärgernis. Hier hat die Stadt leider nur wenig Einflussmöglichkeiten, betonte der Bürgermeister. Diskutiert wurde auch über die Installation eines Mobilfunkmastes. Einige Kostebrauer befürchten, dass sich der Zustand des einzigen Weges, der zum Mobilfunkmast führt, durch die Baumaßnahme verschlechtern könnte. Die Stadt wird die Baumaßnahme deshalb gründlich überwachen. Der Mobilfunkmast wird von den meisten Kostebrauern sehnlichst erwartet, denn der Mobilfunkempfang ist bislang mehr schlecht als recht. Im Gegensatz dazu ist Kostebrau komplett mit Glasfaseranschlüssen und schnellem Internet versorgt. Ein Stopp wurde auch am Aussichtspunkt eingelegt. Der Blick in das Tal ist immer wieder überwältigend. Die Kostebrauer wünschen sich, dass entlang der Straße zum Aussichtspunkt ein Parkverbotsschild aufgestellt wird. Zum Abschluss der Ortsteilbefragung versammelte man sich am Ortsteilzentrum. Hier soll ein Automat, bestückt mit Lebensmitteln, aufgestellt werden. Die letzte Ortsteilbefragung 2023 wird am 17. Oktober in Grünewalde stattfinden. Treffpunkt ist der Strand am Grünewalder Lauch.